Na dann. Achso, wir können auch mit allen reden. Dann tun wir das doch. I guess Crawford would have gotten them anyway. Schon möglich. Judging by the decor of this room, I guess they were PBS watchers. Hey, my parents' house looked a lot like this. And they watch Kung Fu movies. Just Arte. saying. Als ob es in Amerika Arte gibt. Also echt. So, Moment hier. Hier ist ein Fenster. Da gucke ich später raus. Ich möchte erstmal mit Kenny sprechen. Don't ask me how I'm doing. Let's just keep going. Alles klar. Dann lasse ich dich mal in Ruhe. Lee, you okay? Nein. Yeah. Let's keep nicht. Wir wurden verdammt nochmal gebissen. Es ist nicht alles okay. Ja. So viel mal dazu. Hard to believe the world once felt this peaceful. Das stimmt wohl. Das ist auf jeden Fall schon eine Weile her. What do you call this thing? Art? Oh, hübsche Kunst. It's sick, but think of all the pain they avoided. Da hast du recht, und zwar richtig. Recht. Yeah, Lee. I just want to help. Alles klar, schauen wir doch mal hier. Achso, na gut, das Fenster. Scheiß mal auf das Fenster. Ich denke mal, hier wird es rausgehen. Und sieht auf jeden Fall... Wir können hier rüberspringen, oder? Müsste da möglich sein. Nothing other than personal items in here. Looks like we can stay off the streets all the way to River Street if we're careful. Let's go. Go ahead. Na dann. Ach, ich darf anfangen, das ist ja super. Krüppel zuerst, oder was? Na, hoffentlich hält der Scheiß. Oh, hier scheint alles gut zu sein. Oh, fuck. Das hat jetzt schon mal gewackelt, ne? Ich habe irgendwie ein ganz, ganz schlechtes Gefühl. Springen wir mal. Springen. Scheiße. Me and my fucking mouth. Das war's wohl. Holy fuck! What are we gonna do? Geht... Oh, Kenny. Kenny and I can handle this. Dude, let me help you. You're already hurt. Even more reason we all don't need to risk it. You worry about her. And if all this goes bad, you might be Clementine's last hope. We'll keep an eye out. Oh, fuck. Jetzt ist der da auch noch runtergefallen. Mann. Ich glaube, das... Mhm. Sieht man. Dir geht's super. I'm okay. Just get me out of here. Are you okay? What the fuck happened, Ben? I'm sorry. Just get me up. My legs hurt, I think. Nur das Bein? We're gonna get your ass up. Ich glaube nicht. Really? I thought you... Oh, fuck. Fucking hell. Genau das. What is it? I'm okay. I'm okay. We can get you up. We can, Ow! Oh, das, das tut bestimmt scheiße weh, sowas. Tja, die Frage ist, was machen wir? Hol ihn, wie holen wir ihn runter? Just yank him off that thing. What? Fast. Like a Band-Aid. Do you think... Oh, shit. Die hübschen Kerle haben uns bemerkt. Entweder zurücklassen oder ihn da rausziehen. Oh Gott, don't let them get to me. Es gibt nur zwei Möglichkeiten.
you have any bullets left? This has only got one left in it. I'm out. Shit. Get the fuck out of here. What? Go back. She needs you, Lee. Kenny! This is not a discussion! Hell no, man! Fick dich. I'm not leaving! What did I just say? Let's get Ben and get out of here! Alter, jetzt bleibt zurück. Fuck, Kenny! Lee. Lee, it's okay. No, Ken! No, it's not! It's just something I gotta do. You know that. Oh, scheiße. Go get that girl. Back, you sons of bitches! Yeah, damn it, Kenny! Super, ich kann ja... Oh... Scheiße. Hat er jetzt Ben erschossen? Da waren es nur noch drei. Alter. Sind ja doch so zwei, drei Zombies am Start. Oh Mann. What happened? Tja. Ich würde mal schätzen, beide sind tot. I tried to help. What the fuck happened? There was just too many of them. Ben was really messed up, and I don't know. There's nothing else. God damn! God! I heard a shot. Kenny made sure that Ben didn't feel any more pain than he had to. What? It was Ben's biggest fear, you know. Kenny had one bullet and that's how he used it. God, poor fucking kid. You saw them die? Nobody was getting out of there. I'm sorry, Lee. Mir auch. He did what he had to. All the way to the end. We should go. Right behind you. Na dann. Gehen wir mal. Jetzt ist Kenny auch noch tot. Und Ben. Wir haben im Grunde alle verloren, die mal bei uns waren. Bis auf Krista und Omid. Fantastisch. That's two on him now. The motherfucker who's got Clementine has Ben and Kenny to answer for. Keep a clear head, Lee. We wouldn't be out here. We'd all been together to defend against Vernon, and we'd be out on the water. Everyone would be alive. Look, Lee, this is a shitty time, but I want to clear something up. What is it? Now with Kenny gone, means Omid and I have to stay safe. For her. You guys will be great for her. Keep her safe. We do our best. You know that. Are you okay? I should be asking you that. Before, in the attic. It's nothing. What's nothing? Let's just keep moving. Oh Fuck. Ja. Be careful across here. Ich vermute, sie ist schwanger. Da werden mir ein bisschen zu viele Andeutungen gemacht.
Na, der Weg ist bestimmt sicher. Da kann ja nichts passieren. Die Kamera wird also nach unten ausgerichtet. Ja, wir kommen da locker rüber. Vielleicht kommen wir wirklich sogar rüber. Oh, wir kommen tatsächlich rüber. River Street's just up ahead. Alter, wir sehen auch ziemlich scheiße aus. Whoa, careful. Whoa. Even the buildings are full. I never know where their next meal is. No, they don't. I didn't mean... It's fine. Let's go. Wird ja immer angenehmer hier in der Stadt. Wir sehen immer besser aus. Läuft. McCabe Imports. Marshall's Hotel is around the corner of the block. Da ist Clementine. Well, at least it doesn't look like a death trap. Ach Quatsch. Voll safe und so. Who's going first? You're the lightest. He's got a busted leg and you're walking for two. I'm obviously not doing so hot. Decision doesn't make itself. I'll go first, in case anything happens out there. You sure? Yeah. Yep. Außerdem, so wie ich das Spiel kenne, wird das wahrscheinlich sowieso nicht halten, das ganze Ding hier. Scheiße. Ich will da nicht rüber. Just go nice and slow. Nee. Ich hab gedacht, ich renne da rüber. Immer schön langsam, Lee. Alter, wenn ich da runter gucke, da krieg ich eine Krise, ey. Also wenn wir da runterfallen, haben wir es definitiv fast hinter uns, weil wir dann wahrscheinlich zurückkommen als einer von denen. Almost there. It's an easy crossing. Good. Mhm. Wackelt ja zum Glück überhaupt nicht. Als ob ich es gewusst hätte. Komm schon, Lee. Shit. Are you okay? Fine. I'm kind of fucked here. Ach Quatsch. What are you gonna do? Ich hab keine Ahnung. Fuck it. I'm going for it. Going for it? What does that mean? Ich hab keine Ahnung. I'm already bitten. I just have to push my way through. Ach what the so. Fuck? Maybe you got to it fast enough. Maybe you'll be fine. I can't risk losing more time on a long shot. Ja, wir treffen Let's uns. Meet outside of town by the train. Are you nuts? It's the only way. Do you hear me? Yeah, by the train. Jesus. We'll be there. Oh nee, oder? Nee, nicht runter. Ich möchte nicht runter. Oh, Lee. Naja, hat er recht. Wir wurden schon gebissen, von daher. Scheiß drauf. Infected. Na dann. Okay, geile Mucke dazu auf jeden Fall. So ein bisschen, Kill Bill Mucke. Wir metzeln jetzt einfach alles nieder, was uns sich hier in den Weg stellt. Hier. Aber wir haben für die anderen haben wir auch noch was. Hier, du willst auch was? Kein Problem, bitteschön. Der Metzger ist unterwegs. Irgendwie sehen wir aber trotzdem ziemlich scheiße aus. Alter, wie viele hier sind, ey, ohne Scheiß. Die müssen ja alle, na gut, alle nicht, aber... Wir müssen ja einige doch ziemlich schnell kaputt hauen. Und die Auswahl an Zielen, die macht es einem irgendwie nicht einfacher. Weil wenn man mehr Auswahl hat, dann wird es auch immer ein bisschen schwerer. Sauberer Schnitt. Not bad. Oh. Die Karre kennen wir doch.
Da haben wir damals die Lebensmittel geklaut. Ist das der Typ, dem das Auto gehört hat? Na gut. Wir haben uns auf jeden Fall unseren Weg durchgeboxt und sind im Hotel. Ja, wir sind auch ausgefallen angezogen. Alles klar. Alles klar. Jetzt müssen wir den noch finden. Na, das wird ja ganz einfach.